Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizebeast Infinity. Ja, ich habe mal kurz was umgebaut. Und zwar habe ich jetzt hier einen Hardened Pulverizer hingestellt. Einfach aus dem Grund, weil der Sachen ja auch extra machen kann. Wie zum Beispiel aus Aluminium kann Tin das 10%ige Chance mit rauskommen. Ergo, werden wir das mal mit, hier mit Pulverizer machen, weil aus Ferris kann er auch shiny rauskommen. Und ja, ich wollte eigentlich Signalum machen, aber da brauchen wir Redstone und Redstone haben wir momentan nicht so viel. Wir haben glaube ich nur 6 Redstone oder so eine Scheiße. Also nicht wirklich viel. Denn wir müssen warten, bis die Quarry wieder da ist oder fertig ist. Sagen wir es mal so. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube die Quarry, die ist noch nicht wirklich sehr weit, also noch nicht. Auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall noch nicht auf Redstone-Höhe, das ist ja wohl logisch. Wir können uns auch Redstone suchen im Prinzip. Was ist? Olga, komm, geh mir nicht auf Eier, ey. Boah. Der ist noch voll, oder was heißt voll? Der ist noch auf jeden Fall was drin. Ja, 112.000. Das brauchen wir noch nicht zurück. Oder noch nicht wechseln, dann müssen wir nächste Folge dann machen. Gut. Ja, ja. Ja, au, 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 au. Boah, der Poison von denen ist die wahre Pracht. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch Augmentations, die dann schneller machen? Ich glaube nicht, oder? Ich könnte mal gucken. Augmentations. Geht da noch schneller? Flux Linkage, ne? Fuel Efficiency. Ne. Ne. Ach, mehr Energie produce. Das ist auch nicht schlecht. Secondary Sieve. Oh, plus 11% Secondary Chance. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Was kosten die? Gold, ein bisschen Wolle. Eine Bronze. Fuse Quarz haben wir, glaube ich, auch sogar. 33%? Das ist gar nicht mal so wenig, ey. Ja, das nicht. Können wir mal gucken, haben wir das? Moment. Weil Fuse Quarz haben wir nämlich, das weiß ich. Hundertprozentig sogar. Da war der falsche. War das Tinkers? Ne, Forestry war das, ne? Da. Da machen wir ein bisschen Bronze. Haben wir noch keine Wolle da reingeschmissen? Natürlich. Warum gehen da nicht? Hä? Ach, Rockwool. Ah, was ist denn Rockwool? Ja, super. Wie kriege ich da ein Rockwool? White. Ja, wo kriege ich die? Schön. Wie kriege ich denn Rockwool? Gucken wir mal. Rockwool. Ja, ist toll. Wo kriege ich die bitte schön her? Ja. Sehr toll. Egal. Machen wir das normale. Machen wir die, das erste, ich weiß nicht, wo man Rockwool herkriegt. Augmentation. Machen wir das erste nur, auch gut. Dann kriegst du nur 11% Chance. Fertig. So. Punkt. So. Besser als nix. Wird schon wieder dunkel? Gibt's ja gar nicht. Muss ich mal googeln, wo man Rockwool herkriegt, das weiß ich nämlich gar nicht. Wäre gut zu wissen, weil ne, 33% mehr Chance ist eine Menge. Gut, wir fangen jetzt mal den Spawner-Raum an. Das heißt, wir werden uns mal ein bisschen... Was können wir denn mal nehmen? Block. Block.
Ja, ich würde ja am liebsten Marble nehmen, aber Marble haben wir gerade nicht wirklich viel. Deswegen werden wir wohl wahrscheinlich erstmal auf Cobble zurückgreifen. So. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch einen Autospawner. Natürlich. So, den möchte ich aber ein bisschen erhöht bauen. Habe ich ja gesagt. So, ich würde hier gerne dann die Schmelze reinbauen. Oder ich mache den daneben und mache hier die Schmelze hin. Problem ist nur, obwohl das würde sogar gehen. Ich könnte. Im Endeffekt könnte ich den hier auf die Höhe bauen. So hier so. Da so den Boden. Dann hier so ein paar Stützen oder so. Wie breit haben wir denn eigentlich gemacht hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 breit haben wir den gemacht, okay. Ja gut, das ist ja auch relativ egal. 6 breit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt hier die, würde hier die Außenwand hinkommen. Hat? Baum. Achso, warte mal, wir müssen mal unser Jetpack mal wieder auffüllen. Da müssen wir auch mal ein dickeres bauen. So bald mal. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Wir sind ja noch eigentlich relativ am Anfang. Ich will jetzt erstmal so ja, wie nennt man das so schön? Die Basics machen. Oder aufbauen, dass wir Emeralds haben und so weiter und so fort. Dann werden wir auch wieder mit den Bienen anfangen, so wie ich ja in dem Projekt auch gemacht hatte. Bei Paradies hatte ich das ja auch gemacht. Da werden wir auch noch was mit tun, auf jeden Fall. Könnt ihr schon mal von ausgehen. Sind wir jetzt schon da? Ne. Jetzt. Weil so können wir nämlich das Sugarcane da unten drunter lassen. Im Prinzip. Weil das wächst ja trotzdem. Okay, du musst weg. Du musst leider weichen. Weil ich habe auch, sehe ich gerade. Egal. Da sieht der Witz ein bisschen schön aus. Es geht. Aber wir könnten ja hier theoretisch dann noch mehr Sugarcanes drunter machen. Das sieht ja eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Muss ich ja mal sagen. So, jetzt machen wir hier den Boden. So. So. Das auch. Und das. Ich muss auch mal aufladen, ne, sehe ich gerade. Die Spitzhacke. Sonst geht die ja irgendwann kaputt, dann stehen wir da. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum eigentlich die anderen Dinger da nicht drauf gingen. Keine Ahnung wieso. Ist auch egal. Eines reicht auch. 80.000 reicht auch. Mein Gott. Müssen ja nicht übertreiben, müssen ja nicht Millionen haben. Obwohl irgendwann, ne, möchte man auch Millionen haben. So, wie hoch haben wir den gebaut? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hoch haben wir den gebaut, okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 5. So, das haben wir. Dann kommt natürlich hier eine Wand rein. Na. Dann kommt auch noch ein Deckel drauf. Da müssen wir uns natürlich noch einen Villager holen. So. So, da müssen wir noch hier die Bells verlegen. Das ist für mich, also für mich meine, finde ich, die einfachste Art, Emeralds zu kriegen. Eigentlich. Also es geht natürlich noch anders. Man kann auch einen normalen Villager-Spawner bauen. Den gibt's auch.
Da vermehren die sich selbst durch die Türen und so. Aber das ist mir zu laut, ehrlich gesagt, mit den Türen und so und weiß ich nicht. Im Prinzip ist klar, der braucht dann keinen Strom und so, aber wisst ihr was? Who cares? Who cares? Wir haben es doch. Wir können auch einen Autospawner benutzen. Wir haben Mob-Essenz, weil wir einen Blaze-Spawner haben. Und fertig. So, da müssen wir einen mehr. So, und im Endeffekt kommt dann hier, sagen wir jetzt mal, so eine Art Brücke rüber. Da können wir sogar Glas, da können wir Glas für nehmen, ne? Dann sehen wir das sogar. Das wäre noch cooler. Und hier im Prinzip kommt dann die Schmelze hin. Irgendwo. Müssen wir natürlich noch die Bricks haben für. Die Bricks. Die Bricks. Haben wir die hier reingetan? Nein. Wo haben wir die Bricks denn jetzt hingetan? Da auch nicht. Hier. Da sind sie doch. Dann nehmen wir uns mal die Bricks mit. Ach, ein Smeltery Controller brauchen wir dann auch noch, ne? Eklig. Gut, dann gucken wir erstmal. Moment. Gucken wir mal, dass das die Mitte ist ungefähr. Hier. So. Ah, ne. So. So, die Fackel muss mal woanders hin. Die kommt mal hier drauf. So. So, da kommt der Controller hin. Genau. Weil hier kommt dann auch noch ein Raum hin. So hier. Ja. Ich würde sagen, das Feld, das wird sowieso noch weichen. Könnt davon ausgehen. So. Hier kommt dann noch so eine Art Raum hin. Da kommt aber auch mit Marble und so natürlich. Ist ja wohl klar. Hier würde ich dann gerne. Da mit dem Dingens, das ist gar nicht mal so blöd, die Idee mit dem Sugarcane. Da könnte ich dann theoretisch Glas reinmachen, aber das, naja, das sieht man dann nicht wegen der Schmelze, ne? Das muss auch weichen. Punkt. Da können wir hier, das können wir auch ein bisschen versetzen dann. Aber hier kommt jetzt erstmal das Zeug hin. So. Im Endeffekt können wir noch einen höher. So können wir mehr Emeralds dann. Einen Tank muss ich auch noch haben. Stimmt. Tank brauche ich auch noch. Das heißt, ich brauche sogar Grout. Na dann. Brauchen wir Clay. Clay, Sand und Gravel. Gravel haben wir, Clay haben wir auch noch. Ein bisschen was brauchen wir wohl doch noch. Klar, wir müssen auch einen Controller bauen. Wir müssen ein Dingenskirchen bauen. Ja klar. Eine Drain brauchen wir ja noch. Also wir brauchen doch noch ein paar Sachen davon. Sagen wir mal 50, das sollte reichen. Schmeißen wir mal Leuchtmelder rein. Im Furnace. So. Du bist fertig? Sehr schön. Dann können wir das mal darüber packen. So. Du kommst hier rein. Von denen haben wir sowieso zu wenig. Wir haben auch noch Rubber. Das ist gut. Da brauchen wir noch ein paar Belts. Belts. Ja, so viele können wir gar nicht mehr bauen, weil wir keinen Redstone mehr haben. Leider. So, jetzt brauche ich noch einen Controller, wie gesagt. Controller. Da. Einmal den. Da brauchen wir noch einen Tank. Schmelteri. Gucken wir mal. Da ist die Drain. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das Bassin und so haben wir noch. Ist hier Tank, ne? Ist das, ne? So, zu wenig. Das her, du. So. Haben wir auch.
Ein Faucet brauchen wir noch. Ein Faucet. Da ist es. Haben wir? Ja, und Bassin und so haben wir noch, glaube ich, irgendwo. Haben wir das hier drin? Nein. Haben wir das da? Irgendwo hatten wir das. Aber wir haben das ja mitgenommen von der einen, ne? Aber egal, wir bauen jetzt erstmal hier das Zeug rein. Den Controller bauen wir natürlich hier rein. So, dann bauen wir hier den Tank. So, damit läuft es ja schon. Im Endeffekt. Dann kommt hier noch das Faucet dran. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo haben wir das Ding denn hingetan? Da. Guck mal. Guck mal. So, Dankeschön. So, jetzt brauchen wir natürlich nur noch hier. Nehmen wir das mal ab. Und natürlich noch Lava. So. Machen wir nochmal Extract. So, der füllt sich auf. Das ist sehr gut. So, und dann theoretisch brauchen wir jetzt nur einmal, wie gesagt, wieder einen Block in der Mitte. Sogar zwei, weil er muss in der Mitte stehen. So, und dann können wir eigentlich schon. Hier die Dinger dran machen. Hey, boah, ich hasse die Teile, ne? So. So, ich könnte auch den Hover-Mode anmachen, ne? Habe ich den überhaupt eingestellt? Ne. Weiß ich jetzt nicht, wie der geht. Muss ich, glaube ich, jetzt einstellen, welche Taste das ist. So, und im Prinzip kann der dann hier so hoch. Und dann fallen die da runter. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas. Dann brauchen wir noch einen Autospawner natürlich. Glas, nehmen wir mal ein bisschen. Eigentlich würde ich das Quite Clear Glas lieber nehmen. Warte mal, haben wir noch Sand hier drin? Nein. Sand, weil Quite Clear Glas verbindet sich nämlich. Sand, vielleicht. Aber wir haben hier so viel Sand rausgeholt. Wo ist der? Ich wollte gerade eine Sandstone. Was war das denn für ein Stein? Ach, die Weed. Ein Schisselstein. Es gab ein Update, sehe ich gerade. Hab ich, ey, man kann normalen Sand mehr. Gibt's ja gar nicht. Pulverizer kommt aus Sand raus. Okay. Dann hauen wir dann mal einen Pulverizer rein. Hauen wir mal Sand da raus. So, Punkt. Mach mal. Machen wir bitte Alois. Weil dann kommt der Quite Clear Glas raus. Ja! Jaha! Quite Clear Glas! Sehr schön. Na, Kuh? Und sonst? Alles gut? Ja, das reicht sowieso noch nicht, das ist klar. Das ist mir bewusst. Weil. Ja, sowieso erstmal noch hier bauen muss. Und dann würde ich sagen, so zwei hoch. So. Weil so sieht man das, wenn die in den Abgrund stürzen. Auch ganz schön fies eigentlich. Egal. Alles für einen guten Zweck. Alles damit wir hier Emeralds kriegen. So, machen wir mal so. Oh, schon wieder alle. Alle, alle! So, das sollte jetzt aber reichen, denke ich. Na komm, ehrlich.
So, dann fallen die nämlich hier schön raus. So, man sieht es schön. Obwohl, das sieht mit dem Glas ein bisschen doof aus, ne? Ich hätte, glaube ich, hier oben hätte ich das hier... vielleicht doch mit dem... auch Kobbel machen sollen. Einfach nur, damit das... so aussieht, als ob das hier so eine Art Durchgang ist. Ah, sieht besser aus. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir nur noch den Autospawner und oben Slabs natürlich. Gucken wir mal, Autospawner, der war nicht so schwer zu machen. Auto, Spaffner. Und da müssen wir natürlich noch Kabel verlegen, wie Sau. Okay. Ah ja, wir haben sogar noch immer bis zum Glück. Wir haben keine Netherwarzen. Finde ich ganz schön frech. Ach, wir haben kein Redstone mehr. Nein! Wir haben kein Redstone mehr. Nein! Wir müssen echt unten farmen gehen. Blöd. Ah, warte. Moment. Schlafen? Und dann gehen wir mal in die Hölle. Ich glaube, da ist Redstone. Ja. Oh. Öhre. Redstone-Öhre ist da. Aber die Folge ist doch schon wieder vorbei eigentlich. Aber egal, das machen wir zuerst. Eben. Dann haben wir das auch durch. Und nächste Folge bauen wir uns den Autospawner auf. Mit den Villagern. Dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir ganz genüsslich eine Emerald-Fabrik. In dem Sinne. Stimmt, wir haben ja hier auch Redstone gehabt, ne? Bestimmt. Ja, natürlich. Und Arconium Dust. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, das Quatsch können wir auch mal mitnehmen, ein bisschen. Schau mal. Glowstone können wir auch mal mitnehmen. Na, das ist Copper. Glowstone. Lapis. Eyebulb. Ah, die Glowshrooms. Ja, die sind auch gut. Ja, ja. Sollte man auch vorsichtig sein mit den Dingern. Soul Sand, oder? Ja, ja. Iridium haben wir auch. Ah. Iridium, da könnten wir uns auch die... ich weiß gar nicht, die könnten so um... ja, wir könnten uns auch mit den Industrial Craft 2 beschäftigen, mit den dicken Solarpanels. Können wir auch mal machen. Jetzt müssen wir mal kurz eben mal gucken. Gehen wir im Pulverizer rein? Im Macerator auf jeden Fall im Pulverizer auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn wir mal kurz den Glowstone hier wegschmeißen und den Netherquarz, den brauchen wir nicht. Schmeißen wir das schon mal hier rein. Der dürfte den normalerweise nicht durchjagen. Da wollte ich gerade sagen. Der macht zwar All Smelting, aber... nein, mach mal. Ja. Wir gehen jetzt erstmal kurz die Dingens und dann beenden wir erstmal die Folge. Und nächste Folge, wie gesagt, bauen wir uns den Autospawner. Wir bauen uns die Käbelchen dahin. Müssen wir ja auch machen. Die sind immer noch nicht leer. Das gibt's ja gar nicht. Hammer. Geil, da hängen wir nicht voll hier dran. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, sind wir da irgendwo ein paar Erze drin. Gucken wir da mal was hin. Ein bisschen Eisen. Uranium, theoretisch auch ein bisschen Copper. Ferris wäre halt geil, weil da Shiny drin sein kann. Shiny wäre mal relativ cool für den Tesseract, für den zweiten. Weil ein Shiny haben wir ja schon. Aber leider ist das noch zu wenig. Certus Quarz. Haben wir nicht wieder Marble? Ja, haben wir sogar. Marble! Diorit und so hat jetzt auch eine Dingens, weil ich habe das Dingens geupdatet. Das Texture Pack. Das würde mich mal interessieren. Das können wir auch mal ausprobieren, wie das jetzt aussieht. Müssen wir mal gucken. Gucken wir mal nächste Folge. So. Aber wir beenden jetzt die Folge. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft. Feed the Beast Infinity. Tschüssingen.